Schon wieder sitze ich hier ganz einsam und allein und verlassen. Ihr dürft mich bedauern. Nein, natürlich nicht, denn ich sitze hier so alleine, weil heute ist der letzte Tag des Monats und am letzten Tag des Monats gibt es immer was oder meistens was, das Channeling für den kommenden Monat. Natürlich, dementsprechend sitze ich nochmal alleine da, denn ihr dürft heute erfahren, was bringt uns der Juni? Geliebte Menschenseelen, geliebte Kinder des Lichtes, geliebte Kinder des Vaters. Ich bin Jesus Christus, der Sohn des Allerhöchsten, und ich begleite euch durch den stürmischen Juni. Ja, die Situationen spitzen sich zu. Ja, der Juni wird härter als alles bisher Erlebte und Dagewesene. Die Situation nähert sich seiner Spitze immer weiter und immer weiter. Auch wenn im Juni die Spitze noch nicht erreicht ist, so kommt ihr der Spitze des Schattens, des Auflehnens, der Schattensituation immer näher und näher. Im Außen wird es stürmisch sein. Im Außen werden Winde wehen, die ihr euch noch gar nicht vorstellen könnt. Und ich spreche nicht von den Winden der Natur, sondern von den Winden und Stürmen, die jene Menschen verbreiten, die sich dem Teufel verschrieben haben, die sich der Dunkelheit verschrieben haben. Die Menschen, die sich der Liebe verschrieben haben, die bei Gott sind, werden es nicht leicht haben, dem Teufel weiterhin zu widerstehen und standzuhalten. Ich aber sage euch und führe und fordere euch auf, klar zu bleiben, bei euch zu bleiben, in der Liebe zu bleiben, Licht zu bleiben. Egal, was da draußen passiert, bleibt in eurer Mitte, bleibt in eurer Entspannung. Und bleibt vor allen Dingen im Vertrauen darauf, dass alle Situationen, die ihr im Außen erlebt, eine Illusion sind, nicht echt sind und bereits durch Gott, euren Vater, geheilt sind. Es ist alles bereits erledigt. Es ist alles bereits bereinigt, auch wenn es noch so toben mag. Fürchtet euch nicht. Ich bin bei euch alle Tage. Gott ist bei euch alle Tage. Seine Engel sind an eurer Seite, um euch zu beschützen und zu behüten. Und euch wird an nichts mangeln. Nicht ein Stein wird euren Fuß verletzen können. Ihr könnt euch nicht stoßen, ihr könnt euch nicht verletzen, wenn ihr im Vertrauen bleibt. Zweifelt niemals an der Liebe, die euch umgibt, sondern seid gewiss, ihr seid unterstützt, ihr seid in der Liebe, ihr seid in der Kraft. Dies ist der Schutz, den ihr bedürft. Dies ist der Schutz, den ihr benötigt. Dieses Vertrauen wird euch stärken. Dieses Vertrauen wird euch die Kraft geben, diese Zeit zu überstehen. Denn wisset, wenn diese Zeit ganz vorüber ist, dann erwartet euch große Freude. Das Reich Gottes ist nicht von der Welt, die ihr bisher gekannt habt. Das Reich Gottes hat nichts mit der Welt gemeinsam, wie ihr sie hinter euch gelassen habt. Die alte Welt ist beendet. Die alte Erde ist vergangen und eine neue Erde ist dabei zu entstehen. Jedoch, damit der Phönix aus der Asche aufsteigen kann, muss die Asche noch vollendet sein. Das Land muss verbrennen, das Land muss zu Asche werden, damit der Phönix neu erstehen kann. Damit die Welt neu aufsteigen kann und schöner und größer und wunderbarer ist, wie sie jemals war. In Liebe, Jesus Christus. Ein sehr starkes Channeling, was du hier gehört hast. Und die Aufgabenstellung, denke ich, ist hier sehr klar geworden. Lass uns dafür beten. Allmächtiger Gott, Herr Jesus Christus, wir danken für diese wunderbaren Worte, für diese hoffnungsgebenden Worte in dieser doch so schweren Zeit. Wir danken, dass wir wissen, dass du immer an unserer Seite bist und dass die Situationen, die uns umgeben, bereits geheilt sind. Lasst uns darauf vertrauen, dass die Liebe bereits gesiegt hast. Und wir danken für diese Gewissheit in dir. Amen.
Jetzt wünsche ich dir einen wunderschönen letzten Tag des Mai, einen wunderschönen Tag und einen guten Start morgen in den Juni, wenn wir uns dann morgen im Video wiedersehen. Gott segne und beschütze dich. Erlasse seine Engel deinen Tag bewachen und führe dich zu Licht, Liebe, Wahrheit, Freiheit und Erleuchtung. Licht und Liebe und bis morgen, Udo Wolfmann. Tschüss.